Yeah, this a genius. Straight from the country right there with my kinfolk. Goes in my mouth, and they put 26s on Benzos. Dirt roads, backwoods, they got weed, but I been dope. Ratchet, nigga, we act cool, but I'm getting money with these white folks. Sipping and I'm fighting, super medicated. Said she wanna check the pole, I said, okay, Sarah Palin. Yep, 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 yep. So I lay down and lay in. A nigga gon' be faded all the way to the end. Down, whoa, shit. Okay, more drink, pour it up, more weed. Roll it up, whoa, there, ho, you know what's up. Red on the side, rest porn on the side, bad girl on the side, big smoke on the side, we smoke a hookah. Servus Leute, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt auf meinem Kanal im neuen Jahr. Leider Gottes ein bisschen zu spät, ich wollte schon viel früher mal ein Video hochladen, aber auf jeden Fall nochmal ein frohes neues Jahr an die Leute, die ich vergessen habe und die jetzt auch gerade zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Tabak, den ich heute vorstelle. Ihr habt schon gesehen im Porn und auch in der Videobeschreibung, es geht heute um einen Crystal Smoke. Und zwar stelle ich euch heute mal den Butterfly of Peace vor. Ich zeige euch mal die OVP. Und ich finde, richtig nice, oder? Mit dem Diamant drauf, also top. Richtig top. Ihr habt auf jeden Fall ein größeres Bild wie bei vielen anderen. Also Ekelbilder, klar, vorhanden. Aber mehr Platz irgendwie für das komplette Bild. Dann würde ich sagen, was haben wir denn da drinnen? Das ist ein Zitrusmix. Ein Zitrusmix bestehend aus Grapefruit, Orange, Limette, Zitrone. Schnittbild blende ich euch jetzt mal ein. Und dann würde ich sagen, rieche ich jetzt mal erstmal dran. Wie gesagt, das Coole an der Sache ist, das Ganze kommt auch mit so einem Erdnusszipperchen hier. Aber leider Gottes in so einem Tütchen. Und das wäre natürlich ein Verbesserungsgrund, meines Erachtens, dazu später aber mehr. Riechen wir erstmal dran. Auf jeden Fall im Vordergrund eine richtig geile, spritzige Limettennote. Gefolgt, würde ich sagen, auf Platz 2 von einer Grapefruit. Danach die Zitrone und hinten, ganz hinten angestellt, die Orangennote. Geraucht wird heute wieder mal in der Arif Lea X. Heute mal bei Keko Shisha World vorbeigeschneit und habe mir gerade mal ein neues Köpfchen geholt. Und zwar den neuen Da Vinci. Also beziehungsweise ein neues Design. Ja, seht ihr hier? Richtig schön. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Rauch und zum Geschmack vom Butterfly. Also zum Rauch brauche ich wirklich nichts sagen. Raucht richtig genial, würde ich sagen. Drückt nicht, kratzt nicht, also man kann es mega entspannt rauchen, da müsst ihr auch keine Angst haben. Ihr seht ja, die Kohlen liegen schon fast mittig, also der verträgt ordentlich Hitze. Geschmacklich gesehen würde ich persönlich sagen, schon wie im Geruch habt ihr hier eine dominante, spritzige Limettennote, gepaart mit der richtig geilen Grapefruit. Zitrone schwingt mit und im Abgang ganz leicht, Flächen abrunden, eine ganz dezente Orangennote, die ihr noch habt, aber richtig lecker. Also ich muss schon sagen, echt nices Teil. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Der Rauch, Schnippel habt ihr ja gesehen, würde ich eher einschätzen, so mittel bis grob, grob mittel. Also wer es feiner mag, kann auf jeden Fall definitiv mit der Schere ran. Also für mich persönlich ist der Schnitt ganz okay. Also ich habe da irgendwie keine Bedenken oder so, dass ich jetzt sage, da kann man nicht so gute Köpfe bauen oder dies. Nee, gar nicht. Also ich finde es richtig genial, also Schnittbild. Kriterienpunkt für mich persönlich, ich stehe halt drauf, wenn ihr halt diesen einen Zipper habt, ihr macht den auf und der Tabak ist schon in der Dose drin. Hier habt ihr halt, wie schon gesehen, noch in dem Beutelchen drin, müsst ihr umzippen. Habt natürlich siffige Finger, wie ich jetzt gerade. Aber mein Gott, könnt ihr ja gerne auch umzippen, macht ihr ja sowieso wahrscheinlich. Ich lasse den jetzt erstmal in dem Tütchen drin, weil der überlebt eh nicht lange. Ich bin ja eh so ein Zitrus-Fan und ich muss sagen, ich muss auf jeden Fall eine Probier- und Kaufempfehlung raushauen. Ja, Crystal Smoke, Butterfly of Peace, ja, der Schmetterling des Friedens, hat auf jeden Fall überzeugt. 18,90 Euro kostet der Tabak, 250 Gramm aber drin. Und die meisten etablieren sich ja mit 16,90 Euro, 17,90 Euro, 200 Gramm. Hier habt ihr 50 Gramm mehr, da könnt ihr auch den 1 Euro auf jeden Fall verschmerzen. Also meines Erachtens eine ganz klare Kauf- und Probierempfehlung für den Butterfly of Peace von Crystal Smoke. Wie gesagt, wer den noch nicht so auf dem Schirm hatte, gönnt euch den mal. Relax Shop hat den im Angebot. Schreibt einfach mal auch die Leute von Crystal Smoke an, wo man den erwerben kann oder wo man den nicht erwerben kann. Und
die sind auf jeden Fall sehr bereitwillig mit euch zu schreiben, also antworten euch zu 100% safe. Und deswegen würde ich sagen, war es auch schon wieder von dem Video. Ich habe noch drei andere Sorten. Wenn ihr Bock habt, stelle ich die auch noch vor. Hinterlasst es doch einfach mal in der Videobeschreibung, wie ihr den Tabak findet, falls ihr den schon geraucht habt und ob ihr den schon mal überhaupt auf dem Schirm hattet. Weil viele hatten den noch nicht wirklich auf dem Schirm, obwohl die ja sogar auf der Shisha-Messe und so waren. Aber ich muss wirklich sagen, leckeres Teil. Und die anderen sind auch richtig lecker. Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal die rausgepickt, wo richtig Bombe sind, also meines Erachtens. Und da könnt ihr euch freuen. Haut einfach mal, wie gesagt, in die Kommentare rein, ob ihr den schon geraucht habt, wie ihr den findet. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt nicht wirklich einen Kriterienpunkt, außer halt, wie gesagt, dass ich finde, dass, ja, dass der Tabak in die Dose gehört. Zipperchen aufgemacht, dieses Nutella-Zipperchen. Und dann habt ihr den Tabak schon drin, rumgerührt, fertig. So müsst ihr es halt nochmal umzippen in die Dose. Dose ist dicht, ist ein Drehverschluss, also passiert euch auch nichts. Mit dem Deckelchen natürlich bleibt es auch natürlich frisch. Also von daher gesehen habe ich auch nicht wirklich so einen Kriterienpunkt, den ich jetzt irgendwie jetzt im Video jetzt sagen könnte. Ich finde, der läuft gut, drückt nicht krass, nicht, Schnippbild ist top, Molasse top eingezogen, preisig gesehen top, 250 Gramm, 18,90 €, wie schon erwähnt. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mich sympathisch findet, hinterlasst es doch mit einem Abo, Support ist kein Mord. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns safe beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch da draußen allen noch einen guten Rauch, bleibt anständig. Peace, euer Scholli.